Oh, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren 2 gegen 2 Runde von Die Schlacht mit Level 2 mit dem Edain-Mod, zusammen mit Kurga, Fister und Smarty. Hallo. Hallo. Und ja, 2 gegen 2 Runde bleibt bestehen, die Turmberge bleiben bestehen, diesmal bin ich aber mit Fister im Team gegen Kurga und Smarty. Mal gucken, wie viel Imladris diesmal dabei ist. Wir müssen, das ist einfach so ein Imladris-Anteil, der so festgesetzt ist. Das ist wie mit dem Kakaogehalt bei Schokolade, ne? Hoffentlich so wenig wie möglich. Imladris frei wäre super. Also irgendwie, immer wenn Imladris dabei ist, ist das Spiel mindestens zu irgendeinem gewissen Grad broken. Dann wie broken hängt davon ab, wie hoch der Anteil dann ist. Okay, dann Movie Moi. Jo. Attacke fahren. Attacke fahren. Okay. Dann. Schauen wir mal, was wir bekommen. Das hängt ja hauptsächlich davon ab, ne, was man vollkommt. Ist halt wirklich so. Du kannst eigentlich schon jetzt an dir nach einer Sekunde GG. Gondor, und jetzt hast du Lord Lorien, interessant. Mhm. Also, was ich dir auf jeden Fall. Also, ich würde dir das Ding in der Mitte lassen. Dass du diesen Baum bauen kannst. Der ist nämlich echt nicht schlecht bei Lord Lorien, finde ich. Du baust auf jeden Fall eine Gondor-Festung. Aber nicht jetzt super schnell, aber. Ja, die würde ich dann wahrscheinlich. Mir wurde mal empfohlen, dass ich mal diesen Denethor, also dass ich diesen Spam mal ausprobieren soll. Weil ich glaube, Denethor hat so eine Fähigkeit, dass er unglaublich günstig Soldaten rauspumpen kann am Anfang. Die kannst du dann zwar nicht Informationen setzen und auch nicht upgraden, aber das ist ziemlich mächtig. Ich würde dir aber empfehlen, vorher. Zu schauen, ob der hier mit dem Ladris hat, ne? Also, wenn du auf Spam gehen willst, würde ich dir empfehlen, Häuser zu bauen. Häuser, ah? Achso, stimmt, das hat er, glaube ich, für die Billiginfanterie, ja, genau. Ja, aber du brauchst dafür also standardmäßig verbilligen Häuser nur elitäre Infanterie, wie zum Beispiel die Turmwachen. Du brauchst dann noch ein Upgrade im Marktplatz. Das Gebäude ist bereit. Hab ich das nicht gebaut? Doch, hab ich doch gebaut. Ach, ich hab nicht genug Kohle. 300 kosten nicht, na gut. Varge, ganz in der Nähe. Weicht nicht zurück, Männer. Varge, nein, danke. Macht euch kampfbereit. Ja, Varge sind schon übel. Vorwärts. Und das sind die Orks, die Kurga letztes Mal gekillstealt hat. Mhm. So, ich mach erstmal noch die zwei. Dann das. Das ist natürlich die Frage. Dann würde ich vielleicht mich auf die Mitte konzentrieren, schauen, dass ich die halte und dort meine Gondor-Festung mache. Und du kannst deinen Baum dazwischen bauen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube, die Gondor-Festung werde ich besser verteidigen können, weil der Baum hat nicht so viele Defensivmöglichkeiten. Aber eine gute Heilmöglichkeit. Mhm. So, erstes Wohnhaus, zweites Wohnhaus. Macht euch kampfbereit! Hier seid bereit! Der Feind ist nah! Ach, der ist 1500, das ist echt nicht ohne. Ach, du machst schon den Troll in der Mitte. Nice. Ja, also zumindest den Troll mache ich. Hm, ja, ich komme mit den Truppen hin und mache gleich noch die Höhle kaputt. Wie viel hat diese Festung nochmal gekostet? Ich glaube, 1500, oder? 2500. Puh, okay. Das ist auf jeden Fall Geld. Mhm. Soldaten Gondors! Zum Angriff! Okay. Tja, gerade Schmiede kostet natürlich extrem viel. Oh, einer von denen hat, glaube ich, auch wieder Lord Lorien. Ich sehe einen Baum. Okay. Ja. Das ist okay, damit kommt man klar. Die Frage ist, haben die auch wieder. Ah, die haben auch Gondor. Wir haben also wirklich gespiegelt. Lord Lorien Gondor gegen Lord Lorien Gondor, ja? Achso, nee, ja, das sind deine Gondor-Soldaten. Achso, wollte ich gerade sagen, ey. Wer ist denn das? Kurga? Ja, das ist Lord Lorien. Der hat sich letztens gewünscht. Da braucht sich nicht zu beschweren. Nee, ist ja auch alles richtig.
Oh, da kommt... Alter, Falter. Ja, doch, doch, es ist Lothlórien Gondor. Alter, echt? Falter. Und wie viel... Okay, ich glaube, der macht diesen Denethor-Spam. Ich sehe richtig viele Infanteristen. Alter, das ist wirklich Lothlórien Gondor? Das ist Mirror Match. Einfach so. Mhm. Also du würdest die Mitte jetzt nehmen, hast du gesagt? Ich würde sie jetzt nehmen, sobald ich die Ressourcen dafür habe, ja. Ich hoffe mal, dass die es jetzt nicht nutzen. Hat diese Festung Verteidigungsmöglichkeiten? Also kann die gleich schießen, sobald sie ready ist, oder... Die Gondor-Festung schießt, aber die schießt halt nur mit einem Pfeil. Also so krass geil ist das nicht. Besser als nichts für deinen Start, vor allem gegen... Aber die bufft alle deine Soldaten. Die gibt quasi den Führerschaftsbonus an deine Truppen im Umkreis. Und du kannst in der Festung Soldaten von Dol Amroth kaufen. Das ist direkt elitäre Infanterie, die du dann sofort benutzen kannst. Nice. Ich bin gerade überlegen, wenn... Sollte ich Kavallerie mal probieren? Ich meine, du wirst der Bogenschützen Infanterie wahrscheinlich machen. Ich probiere mal Kavallerie. Also ich würde Kavallerie nie, also ich würde nie nur auf Kavallerie gehen. Nee, ich würde Infanterie-Kavallerie mischen. Aber ich habe überlegt, ob ich Infanterie-Bogenschützen oder Infanterie-Kavallerie mache. Ich glaube, Infanterie-Kavallerie könnte gegen Lothlórien ganz gut helfen. Macht euch bereit! Der Feind kommt näher. Oh, also Smarty ist ein Gondor, logischerweise, ne? Ja, genau. Na gut, dann hole ich mir jetzt hier die Waage von dem halt. Soldaten! Weicht nicht zurück, Männer! Oh, Standbild? Stimmt, Standbild. Irgendwer ist rausgeflogen. Das ist ein zu langes Standbild. Ja, wahrscheinlich Smarty wieder, oder? Ne, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter, okay. Vorsicht, da sind die Gondor-Soldaten. Ja. Hast du hier was? Kannst du mithelfen? Jo. Soldaten Gondors. Es geht, ich guck mal mit drüber. Ja. Macht euch bereit. Ja, die holen sich nämlich jetzt da die Waage. Lass uns da direkt drauf gehen. Schwerter! Rasch, Soldaten! Gehen wir! Seid bereit, Soldaten! Bereit machen! Unsere Feinde haben das Land besetzt! Vorwärts! Ja, könnte knapp werden. Gucken wir mal, ob wir hier noch die Schätze snacken können. Yeah, nice. Sehr gut. Okay. Ich habe auch gerade die Bogenschützen. Hallo, das sind deine da rechts. Das sind meine, ja. Wir haben den jetzt ein bisschen flankiert. Sehr gut, das ist gut. Ich habe jetzt. Sammelt euch, Ritter! Der Feind hält dieses Land besetzt. Geil, das haben wir gewonnen. Guck mal, die können hier durch den Fluss nur ganz langsam fliehen. Nice. Da war der Fluss tatsächlich mal ausnahmsweise für was nützlich. Immer drauf. Die holen wir uns jetzt komplett. Alle vernichten, dann können die Erfahrung nicht mitnehmen. Ja. Da rechts kommen Bogenschützen. Da kommen nochmal Bogenschützen. Ja, gehen wir drauf. Oh, da kommt eine Ramme, die hole ich, teile ich eben auf. Ja, okay, die liegen gleich kaputt. Ich hole mal gleich noch meine Elite-Soldaten damit dazu. Unbedingt ein Popcap-Upgrade. Das ist auch nicht teuer hier. Macht Platz, wo ist er da? Ja, perfekt, du hast schon die Dol Amroth-Soldaten. Jupp, die buffen auch gleich in der Nähe andere Soldaten, das ist echt nice. Mhm. Genau, die sind schon ziemlich gut, ja. Da kommen jetzt wieder Gondor raus. Ah, die haben Schützen. Einfach nur, wenn sie auf uns kommen. Genau, jetzt können wir drauf gehen. Ah, okay. Zwingt sie in die Knie! Mal hier. Sie haben angegriffen! Ritter des Silbernen Schwarz! Besser früher sterben als spät. Denn sterben müssen wir. Der Feind ist schlag. Der Feind ist angeschlagen. Dol Amroth und Gondor. Ich denke nicht, dass wir. Na, rechts kommen nochmal die Elben. Aha. Geh mal drauf. Bin auf dem Weg. Sehr gut. Das macht gut Druck. Sehr gut Druck sogar. Smarty ist jetzt quasi eingesperrt in seiner Festung. Mhm. Ja. Ich nehme gleich noch das Dunlein-Lager mit. Ja, auf jeden Fall das auch zerstören. Da kommen gute Truppen raus. Malormor oder Herzbaum? Ich würde den hier gerne segnen. Oh, perfekt. Naja, guck mal hier. Das hier können wir auch hier dann gleich mitnehmen. Ah, der Baum da, ja. Ja, ja.
mit dem Bösen ein Ende. Unsere Truppen werden angegriffen. Sammelt euch, Ritter. Der kann sich nicht wehren, da können wir einfach drauf. Von hinten kommen jetzt noch mal ein paar Gondor-Soldaten, aber das sollte ich eigentlich hinbekommen. Okay, ja, ich habe da gleich nichts mehr. Aber also ich habe da noch ein paar schon noch ein paar Truppen stehen, aber ah, da mache ich halt wenig Schaden dran, ne? Nee, dann lass lieber deren die Gondor-Soldaten platt machen. Komm, lass sie runtergehen. Oh, da kommt jede Menge Gondor-Zeug. Ja. Hauptsache, er kann den Turm bauen. Das sind alles gegnerische Soldaten. Ne? Ah, die haben da eine Ramme da unten. Ja, die mache ich gerade kaputt. Ich habe da noch zwei Soldaten dort. Perfekt. Okay, wunderbar. Versucht er gerade verzweifelt, meinen Denethor zu erschießen? Ja, irgendwie schon. Von diesem Aragorn. Sauron wird zunächst noch abwarten. Lässt Massen von Truppen aufziehen. Ja, der wird jetzt hier gefrühstückt. Hat nichts gemacht, ne? Ne. Unsere Feinde haben das Land besetzt. Da sind sie. Was sollen wir tun? Jetzt kommen wir, ich hab Piken. Nice. Ah, er hat diese Hirschritte gemacht. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob Koga weiß, dass es nur berittene Bogenschützen sind. Nur in Anführungszeichen. Auf die Galadrim? Genau. Bin ich dabei. Habe ich den? Jetzt darf ich auch den Turm machen, sehr gut. Ich mache mal jetzt noch einen Schutzturm hierher. Menschen von Dol Amroth! Bereit für die Schlacht! Ja, sehr gut. Da machen sie nichts. Der Feind ist unter uns, Männer! Ah, die Dol Amroth-Soldaten sind halt schon richtig stark, ne? Das ist schon echt gut. Tatsächlich, das können die Gene. Grunde, ja. Ich hole mir jetzt Haldir, das ist auch ein recht guter Held. So, was will der hierfür haben? Ach, zu wenig Geld, ja gut. Gut, okay, dann habe ich jetzt gleich auch die Silberland-Pfeile. Ich spare mir die jetzt mal eben zusammen. Genau. Lass uns mal hier eben rechts den Malorenbaum von dem wegmachen. Mhm. Da kommt ein grüner, großer Gondor-Blob, kommt da in der Mitte. Oh, das kann sein. Ja, jetzt versucht das mit Katapulten hier die Festung kaputt zu machen. Mach du mal weiter auf die Bäume, ich versuche da mal ein bisschen gegen zu machen. Ja, weil dann kann ich nämlich hier eine Heilstätte für uns errichten. Weiter. Also ich kann aus jedem Rohstoff-Malorenbaum kann ich so einen Heilbrunnen quasi draus machen, wenn du so willst. Schlecht. Ja genau, da kommen jetzt die Ritter. Das ist schon echt geil, denn wenn der Netto die Soldaten beschwören kann, direkt beim Katapult. Ja. Zack, ist da an. Look. So, ich wollte eigentlich, deswegen habe ich das gemacht. Also ich fall ihm da jetzt auch in den Rücken, ne, bei dem Gondol-Block. Jo, schon gesehen, das ist jetzt, das ist komplett rasiert da jetzt. Der Feind ist unter Hab ich noch keine Galadrim-Quartiere gebaut? Könnte ich ja mal machen, dann könnte ich jetzt auch mal selber Galadrim holen. Ja, die sind echt nicht schlecht. Obwohl die gegen die Inlatus-Einheiten nicht gegenhalten konnten, da musste ich wirklich diese nochmal stärkeren Einheiten, die konnten dann langsam was gegen machen. Die nochmal stärkeren? Welche meinst du? Die aus dem Vorposten, meinst du? Ne, nicht nur aus dem Vorposten, du kannst noch eine stärkere Einheit machen als nach den Galadrim. Das sind diese anderen Bogenschützen, die haben schon grundsätzlich von Grund auf Silberdon-Pfeile. Die Wächter von Karas Galadon. Genau, die sind echt stark. Das ist unser Blut. Okay. Die kombiniert mit denen aus dem Baum, mit diesen besonderen Palastwachen da, wie die heißen. Das ist eine echt gute Kombination. Aber halt kostspielig. So, okay, dann kann ich mir jetzt auch die holen. Die Galadrim. Ja, die sind ja schon nicht schlecht. Genau, den können wir einfach einreißen hier in den Turm. Du müsstest Belagerungswaffen ranbringen, weil ich habe nur die Ends. Da gehe ich jetzt einfach nicht so prädestiniert, dass du da. Dafür habe ich es auch freigelassen. Werkstatt. Ich baue dann gleich mal was. Von rechts kommen Elfen. Ja, gehen wir drauf. Jupp. Ich habe auch Haldi jetzt als Held dabei, der ist, der dealt auch schon ganz gut Fernkampf-Damage. Nice. Ah ja, haut ab. Mal ein bisschen aufgedeckt.
Ja, diesen Nebel, den könnte ich tatsächlich auch machen. Aber brauchen wir halt jetzt aktuell gar nicht. Oh, ja, ich sehe gerade nördlich. Ah, ne, das sind deine Einheiten. Ich wollte schon gerade sagen. Ich dachte bestimmt, Koga hätte da irgendwas aufgezogen. Ich habe jetzt hier noch die Waage mir hier geholt. Gondor kommt wieder von der anderen Seite. Eieieiei. Was denn? Na, ich meine jetzt dieses Hin und Her. Na, geh du nach links, ich geh nach rechts auf die Elben, die da noch rumlaufen. Ziel muss im Krieg gewagt werden. Warum fliehen sie? Ich meine, den Fehler, den Koga auch jetzt hier gemacht hat, das weiß er natürlich jetzt nicht. Also, den Fehler habe ich gegen ihn im 1 gegen 1 auch noch gemacht. Ist das ein End von Koga hier? Tatsache, er hat ein End gebaut. Ja, es ist ein End hier tatsächlich. Ich habe leider keine Sperrträger, aber ich glaube, deine Silberdornpfeile sollten den ganz gut. Ja, der geht runter. Ja, der macht da nichts. Es geht das Gerücht. Er habe die Waffe des Feindes gefunden. Wir haben den Schießstand verbessert. Hätte Fahrer mir sein Teil geleistet, stünde die Stadt noch. Hier entlang! Also den Fehler, den Chor gemacht habe, ohne dass er es jetzt halt wusste, ist halt, Ach, so ein schon GG. Das ist halt, dass du sehr früh diesen... Ich habe den Vorposten zum Beispiel bei mir noch gar nicht gebaut. Weil der kostet halt ultra viel. Der kostet viel. Das hab ich auch erst so ab Midgame gemacht bei der letzten Partie. Weil das ist echt heftig. Das dauert auch eine lange Zeit, bis der sich rentiert, weil du musst den erstmal ewig ausbauen mit Upgrades und allem Möglichen, bis der mal... Und an der Front kannst du dann auch nicht gescheit aufstellen, weil er sich nicht mal wirklich verteidigen kann ohne die Upgrades. Das ist gar nicht mal so gut. Nee, also wie gesagt, das habe ich in der zweiten Runde mit dem 1 gegen 1 gegen Koga auch gemacht. Und Lothlorien ist man halt sehr dazu verleitet, halt erst alles auszubauen und die Einheiten aufzuleveln und die Upgrades alle zu kaufen. Nee, fair darfst du nicht einfach nicht machen, also... Das habe ich auch ewig gemacht. Das war halt auch die erste Runde, wo ich das mal nicht, also mich dazu gezwungen habe, das mal nicht zu machen. Ja, GG. GG. Ja, GG. Ich habe nichts machen können gegen die doll Amorot-Typen. Ja, die sind schon ziemlich krass. Das ist halt diese elitäre Infanterie von Gondor, die ja dann noch selber andere Einheiten bufft. Jupp. Die ist schon echt krass gut, So beigemixt zu normalen Truppen ist das für Early Game echt stark. Im Endgame wahrscheinlich kannst du es nicht mithalten, aber vor allem mit sowas wie im Ladrismilch, wenn man da wäre, aber so für Early bis Midgame ist es echt okay. Ich frage mich heute, woher du die Rohstoffe hast, Otwin. Ich habe die ganze Zeit versucht, Truppen zum Spammen und mich weiter aufzubauen und ich habe die Rohstoffe nicht ansatzweise gehabt, irgendwie so viel zum Spammen wie du. Du hattest im Grunde mehr als ich. Also das erste Mal, als deine Gondor-Soldaten da vorbeikamen, da warst du auf jeden Fall zahlenmäßig überlegen. Du hast die halt ein bisschen oft sehr stark viele verloren. Ich habe meine Truppen halt größtenteils behalten und zurückgezogen und wieder aufgeheilt quasi. Ja, ich hab mir extra bei meiner Verfestung ja auch so einen Heilspot eingebaut. Ich hab mir auch nicht wirklich zurückziehen können, weil... Lothlorien Fluss hinter mir. Ja, das erste Mal überhaupt, dass dieser Fluss jemals was gebracht hat. Das habe ich auch gesagt. Tatsächlich, was diesen Lothlorien-Fluss angeht, ich hab den niemals geskillt, weil er sich schon so kacke gelesen hat, ne? Ja, jetzt mal gut zu wissen. Aber diese Fähigkeit von Lothlorien hier aus jedem Malorn-Bauen einen Heilspot zu machen, das ist ja auch schon ziemlich geil. Das habe ich auch erst in der letzten Runde rausgefunden. Das habe ich auch wirklich jetzt erstmal das erste Mal realisiert, dass man das machen kann. Das ist echt stark. Oh, ich bin jetzt der Einzige, der komplett aus dem Game aus ist. Wir gehen raus. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, bye. Ciao.